This is Elvis, a six-year-old Bosnian refugee at a camp in Croatia in 1992. German photographer Bjorn Steintz took the pictures. 25 years after he last saw Elvis, Bjorn wanted to find him again. This video about his search was posted online by RFERL's Balkan service. Ich bin völlig fasziniert, dass das überhaupt geklappt hat und dass es auch alles so schnell ging. Ja, also ich habe es, glaube ich, noch gar nicht richtig begriffen. Dass, ehrlich gesagt erwarte ich im Moment gar nichts, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, was passiert. Ja. Elvis now has a family with two children. Bjorn's visit is eagerly awaited. Uzbuđenja su pomiješana, čas mi je drago, a čas osjećam da li ću i kako ću to taj susret, kako će proći. Elvis. Hallo Bjorn. Was machst du? Das hat lange gedauert. Ja. 25 Jahre. Wie geht's? Vielen Dank, dass du Ja gesagt hast. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Sehr gut. Herzlich willkommen nach Bosnien. Herzlichen Dank. Ja, wir haben eine Menge zu besprechen. Ja, komm. Dann Freitagabend wurde das Video veröffentlicht und Samstag gab es dann diesen wahnsinnigen, weiß gar nicht, wie man das beschreibt, also diese Resonanz. Es haben so viele Leute das angeschaut und so viele Leute kommentiert. Und dann plötzlich kam diese Anfrage, ganz simpel, ganz einfach, hallo Björn. Und das war dann die Freundschaftsanfrage von Elvis. Bjorn met Elvis when he was working as a humanitarian volunteer at the Varaždin refugee camp. At the time they had no common language, but quickly became friends. Also ich denke, der eine Grund ist, er war immer so fröhlich, hat immer irgendwie gelacht. Ja. Das sieht man auch auf diesen paar Bildern, die da sind. Ja. Irgendwie hat er so eine Freude ausgestrahlt und ich lache auch gerne und vielleicht ist das ein Grund, dass wir uns damals irgendwie gleich verstanden haben. Ich denke, dann haben wir ein bisschen Fußball gespielt in dem Lager. Das sind, glaube ich, so die Dinge, an die ich mich am meisten erinnere. Ja. Jetzt. Und dann natürlich das Bild, ja, das hat mich niemals irgendwie losgelassen. Also das Bild auf dieser Kanone und dann das Bild unter dem Fenster mit der Oma. Die sind immer wieder aufgetaucht in den letzten 25 Jahren und in ganz unregelmäßigen Abständen. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwie muss man die doch finden können. Sjećam se sad kad sam ove slike, kad sam pogledao i kad sam se sjetio kako on izgledao sa tom njegovom dugom kosom, tada mi u Varaždinu, ova izbjeglice, dobili smo 30 bicikala i svako je mogao da uzima biciklo po jedan sat. Ja sam uzeo biciklo, nisam znao da ga vozim, a on me naučio da vozim biciklo. Ah, wirklich? Ja, hast du verstanden? Fahrradfahren, ja klar, ja. Habe ich verstanden. Das ist ja Wahnsinn. Ohne Rutsche, da wollte ich ein Zyklo. It's time to take a walk and one last photo. 25 years have passed, but Elvis is still laughing.